Und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Challenge-Folge. Dieses Mal mit Hi Brown. Ich hoffe, euch hat die letzte gefallen. Ja. Und man hat als Anfang den Flush, mit dem man Gegner in Scheiße verwandeln kann. Den benutzten Tampon, mit dem jeder Gegner, der einen berührt, zu Scheiße wird. Kackbomben und irgendeinen Träneneffekt, den ich nicht weiß. Achso, Pi. Ja, Number One. Ich bin übrigens auch dabei. Mit dabei ist Freddy. Mir fällt gerade auf, dass Assassin's Creed Unity auf Kopfhörern ziemlich laut eingestellt ist. Ja, bei mir wahrscheinlich nicht. Ach warte, ich hab's nicht. Auf meinen neuen Kopfhörern wär's bestimmt arschlaut. Oh scheiße, der ist ja extrem stark. Und übrigens, ich habe neue Kopfhörer, wie ich gerade nicht schon gesagt habe, aber keine erwähnenswerten. Einfach, die sind irgendwie für die Xbox original und ich habe mir gedacht, oh, da steht bei diesem bequem, kaufst du dir die mal. Die haben irgendwie nur ganz wenig Geld gekostet und da habe ich mir gedacht, oh ja, geil, kaufst du dir die mal. Für keine Versandkosten, weil ich das super, Alter, ich habe jetzt schon 4,5 Herzen hier rumliegen. Ich habe schon 3 Herzen hier rumliegen, aber... Ja, die Challenge ist meiner Meinung nach erklärbar. Also nein, ist meiner Meinung nach verständlich. Wer sie nicht verstanden hat, ich erkläre es aber nochmal. Hi Brown ist eine Anspielung auf South Park, auf den braunen Ton. Denke ich mal. Das habe ich jetzt auch nicht verstanden, obwohl ich eigentlich ziemlich viel South Park gucke. Kennst du den braunen Ton nicht? Doch, jetzt wo du es sagst, fällt mir wieder ein, aber... Ich hätte es nicht von mir aus so einfach gewusst. Ich schon. Haben wir zum Anfang gleich... Ach, es gibt keine Goldräume. Und ich glaube, wir haben... ein paar Bomben am Anfang gekriegt. Das heißt, ich springe den Stein hier weg. Hast du nicht Buttbombs bekommen? Ach ja, genau, ich habe Buttbombs bekommen. Alter, schon 3 Seelenherzen hier in der Ebene. Da wir so viele rote Herzen haben, gehe ich auch nochmal in den Stachelraum. Das kostet mich ja sozusagen nichts. Super, Spinnies, danke. Ja. Boah, super, gleich zweimal getroffen worden, ey. Hättest ja die Seite fragen können, ob sie dich sponsern wollen mit den Kopfhörern. So wie Sommer, der einfach mal einen 700-Euro-Monitor bekommt. Der Monitor, den Sommer gekriegt hat, ist richtig nice. Alter, der ist richtig krass. Ja? Ja, der ist richtig krass. Hast du ihn? Nein. Oh, der ist von den Stats her richtig krass. Ist jetzt ein Profi für Monitor. Alter! Mit Number One schiebe ich die Gurglings hier so rum, dass ich dauernd Schaden kriege. Ja, nicht schön. Ich die dauernd in mich reinschiebe, dahin wo ich flüchte. Außerdem spawnen die Ficker ja auch fliegen. Siehst du schon wieder? Kotzt mich gerade ein bisschen an. Weil die Gurglings als Gegner einen ja allgemein schon ankotzen. Machen sie? Ja, ein bisschen, ne? Wusste ich nicht. Ne, wusste ich nicht, ne? Das sind so gute Gegner, ne? Ja, so voll geil. Naja, jedenfalls. Au. Die Kopfhörer kosten halt wirklich. Ich hab nur ein halbes Herz! Jo, abgehen, ne? Verpiss dich. Oh, fuck! Hab ich nicht gemerkt. Will ich das hier auch noch angucken? Jedenfalls, ach, die kosten irgendwie 7 Euro oder so, hat noch keine Versandkosten. Jetzt hab ich die genommen, fertig. Ich muss mal kurz mein Handy holen, damit ich in Assassin's Creed gucke, was mir auf der Karte noch fehlt. Weil es gibt ja so eine schöne App dafür, die irgendwie meinen Akku richtig kaputt macht, aber das ist cool. Aber ist eine App. Ja. Ist genauso wie die App von GTA, nur dass sie funktioniert. Die App von GTA kenne ich nicht. GTA 5, da gibt es doch so eine App dafür, dass man... abgehen kann. Nein, man konnte da seinen Hund trainieren und für Android kam so die App erst so raus, nachdem ich das Spiel so durch hatte, zweimal. So ein halbes Jahr später kam das, glaube ich, oder so. Dann habe ich das auf der PlayStation nochmal, also auf der PlayStation habe ich auch noch kurz angefangen zu spielen, aber ich keinen Bock mehr drauf gehabt. Okay. Also ich glaube nicht, dass Luxemburg direkt in Paris liegt, oder? Nein. Danke, Assassin's Creed Unity. Wieso? Ja, in Assassin's Creed Unity spielt man ja Paris. Ja.
Und da gibt es so einen Bezirk, der heißt Luxemburg. Okay, du hast gerade ein bisschen gelaggt. Ja, wahrscheinlich, weil sich gerade meine App mit meinem PC verbindet. Wahrscheinlich. Ich hasse diese Scheißdinger. Den Bomberman, scheiße, der tippt auch bei Berührung übrigens. Deshalb habe ich gerade ein bisschen Angst vor dem in dem Raum voller Steine. Mir fällt gerade auf, ich habe einen Assassin auf meiner App, der heißt einen Nachnamen Hure. Hore oder Hure richtig? Hure. Der heißt Claude Hure. Also ohne irgendwelche komischen Betonungs Accentus oder wie die heißen im Französisch. Der heißt einfach nur Hure. Das habe ich mir auf die Null gekauft. So. Dann. Gut, dass er alle Steine erstmal in die Luft springt. Übrigens, Fischi wollte mich eigentlich gar nicht in das Play haben, aber dann habe ich ein bisschen geweint und jetzt bin ich doch dabei. Halt's Maul. Das ist ein richtig Assi geworden. Alter, was er für ein Scheiß labert. Genau, genau. Was für ein Scheiß ich labere, genau. Er will nämlich viele und Kirsche aufnehmen, weil er Kirsche viel lieber mag als mich und er hasst mich eigentlich und ja. Ja, also, das sollte ja kein Geheimnis sein, dass ich dich hasse, ne? Das weine ich. Das weißt du doch auch. Ah, oh, nein! Durch Number One habe ich auch so kurz Tränen und muss an diese Gegner so nah ran. Das ist richtig scheiße. Fällt dir früh auf. Ich hasse Number One. Number One ist das beste Item in der Welt. Absolutely. Ja! Boah, Bomben im Geheimraum, geil. Bomben einsetzen, um Bomben zu bekommen. Nice, nice. Nice, nice, Mr. Scheiß. Dann gehen wir jetzt erstmal in den Bossraum, würde ich sagen. Ich hasse diese Stacheldinger. Ernsthaft, ich hasse die. Ich bin zwar noch nicht reingerannt, aber fast zweimal. Monstro als Gegner ist ja einfach. Sollte ja machbar sein, durchaus. Naja, mit meinem Number One ist es vielleicht ein bisschen nervig, weil man dann echt so nah stehen muss. Number One mit Short Range Megatiers muss richtig schlimm sein. Warum? Ja, weil die dann ja noch weniger weit fliegen. Nein, die Weite wird eigentlich nicht zurückgesetzt. Es wird einfach nur. Also, Number One und Mega Short ist eigentlich die beste Item-Kombi, die es gibt, weil du musst ja sowieso extrem nach ran wegen Number One, da machst du noch extrem viel Schaden dadurch. Meinst du, das stackt sich nicht? Ich glaub nicht. Okay, ich hätte gedacht, dass sich das stackt. Ah, der Rust, der Ledge Key. Ich weiß nicht. Ist ja Isaac und in Isaac ist alles scheiße. Guppies Paw nehmen wir mit. Das ist auf jeden Fall besser als der Flash und Mr. Boom. Der Flash ist einfach das Beste, was es gibt. Absolutely. Vor allem die Kacke wird halt nicht so ganz normaler stationären Kacke. Die kannst du dann auch mit Magnetic Tears oder so rumziehen. Also die ist dann einfach nur bewegliche Kacke. Boah, richtig schlimm einfach. So, den super Geheimraum noch gefunden mit dem Ringworm. Klar, den wollen wir auf keinen Fall. Wir haben ja Petrified Poop. Oh fuck, fast noch in so einen Scheiß reingelaufen. Ich glaube, es ist Purified. Purified? Shit? Hast du es versteinert? Nein, ja, Purified heißt, gereinigt sozusagen. Pure ist als Saub. Rein, ja, nicht. Pure ist rein. Ich denke aber immer, das ist Petrified Shit. Weil ich Petrified mit versteinert übersetze, was vielleicht ein bisschen dumm ist. Ich hole einfach auf Isaac Wiki, nur damit ich dich hier bloßstellen kann, dass es nicht Petrified heißt. Und da heißt es wirklich Petrified, aber ich dir Spaß. Dann sagst du einfach nichts mehr dazu. Ja, dann kein Kommentar. Ach, scheiße. Verdammte Scheiße, das heißt ja wirklich so. Das Englischkenntnisse, wa? Petrified heißt versteinert? Ich bin so gut. Also ich weiß nicht, ob es das heißt, das war so eher so eine Frage, aber das Trinket heißt wirklich so, ich bin ein richtiger Spast. Nein, mach dir nichts draus, ich bin einfach nur gut. Du bist einfach nur ein Profi. So sieht's aus. Dann gehen wir hier oben mal rein, das ist der Shop. Mams Coin Pass ist scheiße, ne? Oder Pillen. Ja, nicht so geil, ne? Aber ich kann mir nochmal 1,5 Herzen Schaden an den Blood Donation Automaten machen. Damit du in den Challenge Room kommst für Bossgegner? Nein, ich habe keinen Challenge Room. Einfach für Geld. Achso.
Schade. Ich dachte, willst du das mit coolen Bossgegnern machen. Und die Kiste kann ich sogar aufmachen. Und für ein HP-Up habe ich es versucht, aber HP-Up habe ich leider nicht gekriegt. Naja. Nicht so schlimm. Oh mein Gott, es gibt 30 Truhen hier. Das ist echt zum Kotzen. Er spielt wahrscheinlich immer noch. Assassin's Creed Unity. Hast du dir eigentlich inzwischen komplett runtergeladen? Schon lange. Schon knapp. Eine Woche. Nee, nicht ganz. Ich weiß nicht, ob ich es Mittwoch oder Donnerstag hatte. Also. Wir haben übrigens schon 9 Minuten. Aua, fuck. Einheitsschaden gekriegt. Schon 9 Minuten auf der ersten Ebene vertrödelt. Läuft doch bald hier. Oder war das schon die zweite? Ich bin jetzt in Caves 1, ja, dann war das schon die zweite Ebene. Du kannst übrigens auch Borderlands in Full HD rendern, das laggt nicht. Also mit 5000 kbps. Okay. Also mal 5000 ist ein bisschen zu viel. Nein, 5000 geht also. Nein, für 720p. Ja, kommt halt aufs Spiel drauf an, also. Für Borderlands jetzt, ist ein bisschen viel, Leute. Also mit, weiß ich nicht. Ich würde es halt in Full HD und mit 5000 machen, weil dann sieht es besser aus, weil du in Full HD aufgenommen hast. Ja, aber ich lade nicht in Full HD hoch. Möchte ich ja nicht. Ja, aber wenn du es machst, ist halt kein Nachteil für dich. Naja, dann nicht mehr, aber. Ja, wir fangen ja erst ab. Nein, jetzt auch nicht. Naja, die Videos werden ja viel größer. Nein, werden sie nicht. Das kommt doch immer auf die kbps-Anzahl an. Ach ja! Ah, nice, dann kann ich das wirklich. Okay, dann wird Borderlands in Full HD gerendert. Weil ich habe irgendwelche anderen Spiele mal getestet, also irgendein anderes habe ich mal in Full HD aufgenommen, da hat es dann halt gelaggt. Ja, gut, Borderlands läuft aber auch so nicht sehr flüssig. Doch, Borderlands läuft verdammt flüssig. Findest du? Ja, also wenn ich jetzt ohne Aufnahme und alles mache, dann habe ich nie Lags bei Borderlands. Card Deck ist nice, oder? Card Egg? Ich weiß nicht, ich kann die beiden Items nicht auseinanderhalten. Einmal gibt es ja zwei Karten und dann nochmal Karten spawnen lassen. Ich guck mal nach, ich habe ja das Geld. Es ist Extra Card Room. The Emperor. Teleportiert mich zum Bossraum, brauche ich gerade nicht. Bräuchte ich aber bei einem Stachelraum, wäre das sehr praktisch. Ich hab mir beim letzten Mal Unity habe ich mir die Matur aus Assassin's Creed Rogue freigeschaltet, aus dem anderen Spiel, was rausgekommen ist. Was voll scheiße ist. Weiß ich nichts von. Und Wheel of Fortune. Wheel of Fortune werde ich versuchen im Teufelsraum aufzustellen. Boah, wie viel Geld ich einfach hab, Alter. Wheel of Fortune in einem Teufelsraum macht doch automatisch so einen Wahrsagerautomaten, ne? Absolut gar keine Ahnung von dieser scheiß Spawn-Sache. Okay, dann hoffe ich es einfach. Ich bin richtig an, wenn ich irgendwo in einem Raum einen Battler spawn und dann so ein Flut-Battler bekomme, so ein Teufels-Battler. Das passiert hundertprozentig, wenn du es in einem Teufelsraum machst, aber im normalen Raum hast du halt eine Chance auf alle drei. Ich hasse den Keybagger und den Blut-Battler meistens. Die sind beide richtig abgefuckt. Ich hab noch keinen einzigen Stein gesehen. Oh, fuck off. Super, ein Herz, danke. Wie wechsle ich meine Karten durch? Right Trigger, denke ich mal. Ja. Das ist auch die Dings ablegst. Ja, nur halt nicht gedrückt halten, sondern einmal kurz drücken. Ja. Ich drücke mal ein Damage-Up wäre super. Cricket's Head oder so, hatte ich in der Kiste gehofft. War Cricket's Head nur das Damage-Up oder auch Splash-Damage? Cricket's Head ist das Damage-Up, was jeden Damage um 2 erhöht. Also ein Damage-Multiplier. Was war das andere, wo man dann Splash-Damage hatte, wenn man... Weiß ich gar nicht, was das sein soll. War das auch ein Head? Ja. Dann weiß ich nicht. Okay, ein halbes Herz in dem Raum verloren. Dafür nochmal ein Coin und eine Bombe. Schlechter Deal. Schade, Schokolade. Ja, lecker Schleckschecken. Dann gehen wir jetzt mal... Haben wir keinen Stachelraum? Kein Stachelraum auf der Ebene. Was? Macht sich das traurig? Bisschen, ja, ein bisschen.
Und Mega Fetti als Bossgegner. Wer geht ja noch? Verpiss dich, Mega Fetti. Sorry. Ich hasse Mega Fetti, wenn er springt, Alter. Das ist richtig mies, wenn er springt. Ja, vor allem, man weiß nie, wie viel Zeit man hat. Ja, jetzt ist er zum Beispiel schnell gesprungen. Jetzt springt er langsam. Das kann man nie wissen bei Mega Fetti. Je länger er in der Position ist, wo er dann da zum Chargen über, also zum Springen übergeht, desto langsamer springt er. Auch wenn er das ganz kurz macht, dann kommt er eigentlich direkt wieder runter. Nee, andersrum würde ich sagen. Nee, also bei mir war es eigentlich immer so, dass das so rum bei mir war. Also ich würde jetzt, ja, okay, ich würde sagen, es ist einfach random, wie er springt. Jetzt stand er gerade ganz kurz und ist ganz lange gesprungen und jetzt wieder. Und eben stand er ganz lange und ist nur kurz gesprungen. Mega Fetti ist einfach ein Drecksgegner. Ja, Mega Fetti ist einfach ein dreckiger Hurenbock. Und mit Mega Tier. Also alle Gegner, die sie neu gemacht haben, scheiße. Also ist einfach komplett gut. Die einfach das normal eisige Neutral Grafik machen, dann wäre es besser gewesen. Oh, kein Teufelsraum, warum nicht? Ich hoffe mal, es gab nichts Gutes mehr in dem Dingensraum für mich. In dem Shop, weil ich bin jetzt einfach weitergegangen. Ein Arcade, ja, ein Arcade. Möchte ich aber nichts dran ausgeben. Außer vielleicht mein Leben. Anderthalb Herzen. Nepal Frosté. Ding. Tong. China-Pfanne. Oh, wie glücklich er guckt. Oh, das ist ja schön. Irgendwas im Hinterkopf, was ist denn das? Ach, die Spritze. Deshalb guckt er so glücklich. Speedball war das, ne? Ich glaube. Ein Challenge-Gegner. Ja, stirb. Ja. Mit einer Bombe, danke. Die weißen Challenge-Gegner sind übrigens super. Danke, nochmal einen Herzschaden gekriegt. Können wir die Turn Hard droppen? Nee, die droppen eine Kiste. Ja, ich hatte auch schon mal, dass ein weißer Gegner bei mir in die Turn Hard gedroppt hat. Okay. Raum geschafft, Alter. Ich hasse so eine Räume. Okay, hier ist noch ein Herz. Das heißt, wir können noch zweimal gegen die Blood Donation Machine laufen. Kommt Kirschi im Laufe des Displays noch oder eher nicht? Könnte passieren. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ah, fuck, zweimal Schaden genommen. Nicht gut. Kleiner Raum mit drei von diesen großen Spinnen. Ist auch richtig Hurensohn-mäßig. Ey. Und eine Spinne, die auch noch durchgehend Spinnen spawnt. Alter, verpiss dich doch. Viel Schaden genommen. Hab nur noch ein halbes Seelenherz. Find ich gleich gar keins mehr. Scheiß Ficker. Man hat dreimal. Nein. Ich hab wieder diese Hacky-Sack-Gegner, die ins Feuer gelaufen sind. Hacky-Sack. Ja, keine Ahnung, wie die heißen, Mann. Die sind ja immer so. Weiß ich gar nicht, wie die Gegner da. Seid ihr nicht die auch so? Die gehen mir richtig auf den Eier. No habla español, señor, por favor. Wie würdest du die nennen? Nenn die mal Springer oder so. Springer erinnert mich. Drecksviecher. Ich habe übrigens kein Seelenherz mehr. Anders ja, was hast du für Juni? Die sieht echt gut aus. Ja? Vielleicht bin ich hier in den Teufelsstil rangekommen. Weil ich mir Blatt, also rote Herzen abgezogen habe mit der Blood Donation Machine. Das kann sein. Ich hab's mit den Teufelsräumen sowieso nicht richtig verstanden. Mit den Engelsräumen noch weniger, Alter. Manchmal kommen sie nicht. Manchmal nimmst du drei Face-Up-Items mit und die kommen einfach nicht. Und manchmal nimmst du den Teufelsstil an und dann kommt einfach an den nächsten Ebene einer. Ganz ja, seltsam. Ja, ich bin zu so einem Katzen. Boah, fuck. Ich bin fast doch gestorben, ey. Gut, dann mache ich mir erst nach KFs 2, also nach dem Bossgegner, Schaden mit der Blood Donation Machine. Ich habe übrigens noch Wasser im Ohr, das ist richtig ekelhaft. Ich bin gerade aus der Dusche. Warum? Ich kann aus der Dusche kommen. Ach so. Bist beim Duschen hingefallen, ist dein Wasser ins Auge gelaufen? Ja. Fuck, okay, jetzt kann ich die Blood Donation Machine auch so benutzen. Schaden gekriegt.
hast du diese Bomben fliegen, Alter. Ich geh mal richtig auf Eier. Oh ja, mit dem Geheimraum freigesprengt, wenigstens etwas. Ich glaube, die kann man gar nicht alle gleichzeitig töten. Ja, genau, bei denen muss man die Bombe genau daneben legen. Damit die in die Luft fliegen. Ah, ein Steam Sale, nice. Deshalb töte ich die eigentlich ja nur. Weil die einen Steam Sale droppen können. Das ist natürlich richtig Bombe, Alter. Ein Steam Sale. Immer super. Ich hab mir heute was im Steam Sale gekauft. Was ist denn heute drin? Interessant. Super Greed im im Store. Willst du jetzt nichts direkt. Warum kann der Ficker durch Steine schießen? Weiß ich nicht, ein bisschen verbuggt. Das ist auch verbuggt, weil wenn man so ein Technology-Baby hat, das schießt auch mal durch Steine, obwohl es das ja eigentlich gar nicht könnte. Ja, ja, doch klar, mit einer Technology kann man doch durch Steine schießen. Nein, das doch. Ist nur mit Brimstone. Nee, mit einer Technology kann man das auch. Nein, ich. 100%ig. Also Technology ist noch nicht auf Steine. Im alten Isaac nicht. In dem hier aber auch 100%ig. Das hatte ich nämlich schon. In der einen Challenge kann man doch, da hat man doch alle drei Technologies. Nein, da hat man nur zwei, das Punkt 5 hat man nicht, glaube ich. Man hat, glaube ich, die 2er und die 1er. Ich habe die 05er auch gefunden. Aber was macht der 05er eigentlich? Du schießt random mal auf. Also, du schießt random mal einen Laser, der kann einmal um dich rumgehen, als hättest du den Meteorkopf da auf. Und halt. Sonst ist es halt ein kleiner Laser, der zwischendurch halt noch schießt, also ist sozusagen noch ein drittes Auge. Okay, nice. Übrigens, diese Kopfhörer sind zwar klanglich nicht die besten, aber die sind richtig bequem. Und für 7 Euro, ey. Absolut nice. Halbes Herz übrigens nur noch. Der Run hatte so gut angefangen, ich glaube, ich bin gleich tot. Das haben sich meine Gegner auch gerade gedacht. Man kann sich übrigens Katana kaufen. Nice. Ist schon ein bisschen teuer. Ja, ich bin tot. Ja, Raum voller Bomben. Kann ich machen. Ich habe nur ein halbes. Ich hätte mir die anderen Herzen mal aufsammeln sollen, vielleicht. Naja, wenn ich hier jetzt sterbe, dann lade ich den gar nicht hoch. Dann mache ich die Challenge einfach nochmal. Weil misslungene Challenges muss man echt nicht hochladen, Alter. Das lohnt sich überhaupt nicht. Klar, jetzt finde ich einen Goldschlüssel. Ich hab ja die App gerade angemacht und ich habe sie jetzt gerade ausgemacht und hatte gerade 26% Akku verbrannt. Was? Ja. So schnell. Du hast halt eine Full HD. Du hast eine Full HD Map von Paris. Also eine HD. Also du kannst ja so 3D rumscrollen und alles. Okay. Aber ist ein bisschen scheiße, dass sie halt so viel Akku verbraucht. Ein bisschen, ne? Jetzt brauchen wir erstmal alle roten Herzen, die in der Ebene liegen. Super, danke. Da komme ich nie ran, toll. Wo ist denn der Bezirk Templar? Ha, wieder full life. Ja, lecker. Gut, dann machen wir jetzt erstmal den Bossgegner. Und hoffen, dass es irgendwie ein leichter Bossgegner ist. Ja, nee, wir haben auch die schwersten. Danke. Ja, die ist doch nicht schwer. Okay, die ist nervig. Vor allem, wenn man keinen Schaden hat, Alter. Ich hab überhaupt keinen Schaden. Die geht mir mal richtig hart auf Eier übrigens. Ich meine, die Taktik hinter ihm zu stehen ist relativ gut, aber er spawnt mir gerade ein paar zu viele Gegner hinter ihm und zu wenig vor ihm. Ja, danke. Dann schießen die nämlich vor ihm erstmal nicht mehr, weil er die neu gespawnt hat. Ja, das kannst du bitte die ganze Zeit machen. Ich mach die Bosskämpfe meistens mit Girlie normal, weil nach hinten sind wir doof. Nee, Girlie geht mir das viel zu viel auf Eier. Nee, ich bräuchte gerne wieder keinen Scheiß. Okay, hier sind noch zwei Herzen, das heißt, ich kann ein bisschen an den Blutspendeautomaten gehen. Danke, Gördi, danke. Warum habe ich ein schwarzes Herz? Hm. Ich
Was hast du nach dem Boss bekommen? Diese Stecknadel. Ach, die ein schwarzes Herz. Ja, Evil Up. Wusste ich gar nicht. Ich aber. Also ich wusste, dass sie Evil Up macht, aber ich wusste nicht, dass das Evil Up gleich die erhöht. Also das Herzscreen ist gerade so ein bisschen verbuggt. Sitzt sie aus dem Blumenkasten vom Fenster. Das Fenster ist offen, aber er will nicht reinlaufen. Das ist gut, das ist original. Das ist ein Add-on, das muss so. Und da ist so eine Stange und ein offenes Fenster. Ich will das offene Fenster rein. Und er springt von der Stange immer zur nächsten Stange. Die verschissene Wand. Das muss so, Freddy, das ist ein Add-on. Das gab's gerade nicht. Add-on ist ein Kotzen. Das ist ein Kotzen. Wir gehen jetzt gleich mal zum Gegner und das ist War. Also hier werde ich auf jeden Fall Schaden nehmen. Oh, der schwarze War, was macht der? Der ist größer. Ich glaube, der spawnt mehr Fliegen und charged nicht mehr so oft. Er charged. Und er spawnt Bomben. Macht der normale War auch. Ernsthaft? Das hatte ich noch nie. Ich schwöre. Dass er beim Chargen eine Bombe gespawnt hat. Beim Charge macht er. Ne, stimmt, beim Charge macht er nicht, aber er kann halt normal Bomben spawnen. Das war das beim Schwarzen, dass er beim Chargen Bomben spawnt. Ich hatte gehofft, er macht sich damit jetzt selber Schaden. Fuck, fast getroffen worden. Zweimal darf ich getroffen werden, durchaus. Ich hätte mir vorstellen können, dass schwarze Herzen verlieren sogar Teufelsdeals geringere Chancen machen, sozusagen. Weil man jetzt sozusagen das Herz von ihm verloren hat. Keine Ahnung. Ich dachte mir, die machen irgendwas Plus, da müssen die auch irgendwas Negatives machen. Also sind ja nice, wenn man den Schaden kriegt, dann kriegt der Gegner auch noch Schaden im Raum. Weil ich dachte, vielleicht kriegt man einen. Ach, komm schon, War, komm schon, stirb einfach. Er ist so schnell, Alter. Er hat nochmal Schaden gekriegt, danke. Ah, trotzdem ein Teufelsziel gekriegt. Ja. Mit Krampus! Danke! Krampus ist doch super. Krampus ist total super. Absolut. Vor allem, weil man dieses Item unbedingt haben will. Lamp of Coal wäre für mich jetzt natürlich der Tod, weil mir das überhaupt nichts bringen würde. Mit Number One die Kohle finden, ist auch richtig scheiße. Alter, das sieht gerade richtig geil aus. Ich habe hier gerade so einen etwas stärkeren Regen. Der Himmel ist so dunkel und dann die Straßen leuchten. Also, echt geiles Ambiente. Was? Da stand ich doch nicht drin. Ja, super Lamp of Coal. Fick dich. Jetzt muss ich erstmal einen scheiß Automaten spawnen. Was? Das ist... Ich dachte, in Teufelsräumen können solche Automaten gar nicht spawnen. Welche Automaten? Ja, normaler! Warum denkst du auch sowas? Zombie. Nee, weil ich bisher in diesen Räumen immer nur einen anderen Automat hatte. Ja, ich bin gleich tot. Hab so einen Maskenraum. Maskenraum? Ja, so ein scheiß Maskenraum. Achso, mit so Herz und Masken oder was meinst ja, du? Ja, genau. Die alten Ficker. Ich habe anderthalb Herzen hier drin verloren, Alter. Ah, fuck. Death. Death macht Schaden in einem Raum, ne? Mhm. Super Marms Hände, danke. Oh, zwei Stück auch noch, ich habe schon wieder anderthalb Schaden. Wobei, da muss man sagen, das war meine eigene Dummheit. Wenn ich drauf geachtet habe. Aua. Ja, super, die Losmaschine, warum kriege ich so einen Scheiß? Temperance? Was macht Temperance? Spawnt einfach irgendwas, ne? Ah, eine Blood Donation Machine. Blood Donation. Hätte ich doch sagen können. Er bringt mir ja eh nichts. Zu wenig Herzen. Ich sollte Guppies Power vielleicht irgendwann mal einsetzen. Bevor ich die wieder vergesse. Weil da habe ich überhaupt nicht gerade dran gedacht, dass ich die auch noch habe. Ich habe mir einfach mal zwei
zweimal habe ich Power benutzt. Ist schade. Alter, der ganze Raum voll mit diesen Fickern? Ja, super Schaden nochmal gekriegt, danke. Ein nerviger Abwichs. Und dann noch so ein Stück Scheiße. Und natürlich die Greedshop-Köpfe, das heißt, die kommen noch öfters. Für die bin ich überhaupt noch nicht stark genug, ey. Für die Shopkeeper-Köpfe bin ich überhaupt noch nicht stark genug. Ich hasse die voll. Ich die halten noch richtig viel aus eigentlich. Also die Tower spawnen ein paar Bomben. Die Tarot-Card gibt es übrigens wirklich, also. Da ist das wirklich jetzt zum Beispiel, was war denn das? The Hanged Man ist dann wirklich die Karte, also. Ich weiß. Sorry. Falls ich so schuld das nicht wussten. Ja, super, danke. Ich fair. Sorry, aber ich hasse dieses Spiel manchmal. Wieso? Oh ja, genau, die Hände in einem Challenge-Raum, fix dich. Nee, das ist doch ganz normal, dass die auf. Ich glaube auf Tiefen einander. Doch, ich glaube auf Tiefen bekomme ich die immer. Ich hatte die noch nie in einem Challenge-Raum. Bekommen die eigentlich immer in. Tiefen 1 Challenge Raum oder Tiefen 2, ich weiß nicht genau. Ach, ganz knapp. Die Karte hätte ich gerne. Wieso habe ich Schaden gekriegt? Ein Magician, danke. Nochmal. Du meinst 1 Magician. Ja, 1 Magician. Ich sag jedes Mal, sag ich ein Magician. Aber du gar keiner bist, du Lügner. Du bist kein Magier. Klar, ich bin ein Wizard. Hoho. Are you a Wizard? Two of Diamonds, die Joker-Karte. Die sollte ich nicht in dieser Ebene einsetzen. The Magician. Wieso nicht? The Emperor. Two of Diamonds sollte ich benutzen. Ich habe jetzt 99 Münzen. The Emperor. Wie sollst du nicht Dings benutzen? Joker. Weil ich doch schon einen Raum hatte. Achso. Ach stimmt, Krampus war es, ne? Ja. Ja, wenn ich dein Spiel nicht sehe, dann weiß ich nicht ganz genau, welche Ebene du gerade bist und was du da alles machst, also. Tut mir leid, das ist meine Unwissenheit. Sollte dir auch leid tun. Ja, ich weiß doch. Die Left Hand will ich eh nicht. Ich bin übrigens schon wieder fast tot, hab nur noch ein rotes Herz und 2,5 Seelenherzen. Richtig bad. Was liegt hier? The Tower will ich eigentlich auch nicht haben. Ich habe in diesem Run noch keine einzige Pille gefunden, ne? Ich glaube nicht. Mams Coin Purse habe ich liegen gelassen. Ja, super, Pinky Eye. Poison Shots ist nicht. Ja, doch, Poison Shots ist inzwischen besser als meine Kaki. Ja, dann gehen wir jetzt erstmal weiter. Weil nix gut. Ist jetzt schon Caves 2? Ja, Tiefen 2, endlich, Marmkampf. Dann sollte ich erstmal die Joker-Karte benutzen. Guppies Hairball, danke. Die nehme ich ganz. Hast du dann 3 Guppy-Items zusammen? Du hast auch Guppies. Und ne, hast du nicht, oder? Mann. Ich hab nochmal nachgeguckt, ich war nämlich schon wieder rausgegangen. Ich hab mich schon geärgert, dass ich rausgegangen war. Ich spiele erstmal den Glücksspielautomaten, Alter. Was ist das für eine Karte? Judgment. Oh, bitte, 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 bitte. Ja. Komm, egal was du mir gibst, alles ist gut. Selbst ein HP-Up wäre super. Ein HP-Up wären 3 Seelenherzen mehr. 2 Bomben erstmal gegeben, danke. Es gibt auch mehrere Dings, wenn man Challenges, wo man bis zu Satan spielen muss. Ich weiß. Ich habe ein paar Challenges ja noch gar nicht freigeschaltet. Die 4. und 5. zum Beispiel habe ich gar nicht freigeschaltet. Und du hast ja noch dein Nicht-Sterben-Profil. Auf dem ich schon 6000 Mal gestorben bin. Du kannst aber dann das Spiel nicht 100% durchspielen.
Wieso? Du hast gedacht, was du erst freischaltest, wenn du 100 Mal gestorben bist. Ja, das müsste ich schon freigeschalten haben. Ich nicht. Wofür brauchst du Sinnpunkte? Hab ich? Mystery Candy ist scheiße. Ja, wenn du besseres trinkst, hast auf jeden Fall, aber ansonsten ist es ganz okay. Ich hab Poison Shots Chance. Das ist chillig. Ich habe eine ziemlich hohe Feuerrate und jetzt inzwischen, dank der Kohle scheinbar, auch eine relativ weite Schussrate. Und ich habe auch Knockback ohne Ende drauf. Oh, Mams Hände, verpisst euch. Ich komme mit den Händen übrigens gar nicht gut klar. Dreimal gegen den scheiß Automaten laufen. Fünfmal gegen den Automaten laufen. Ich rechne es gerade hoch, ja. Oh, ich will fliegen. Warum? Weil da zwei Karten und ein Blood Donation Machine sind. Und die eine Karte ist so eine rote Karte. Okay. Ich liebe die roten Karten. Weil da bisher nur positive Sachen drin sein können. Weil ich die Dingens Challenge noch nicht gemacht habe. Wie heißt die? Welche? Die Suicide King Challenge. Was kriegt man da? Da kriegt man eine Karte freigeschalten, mit der kann man sich umbringen und dann kriegt man Drops. Ja? Du kannst dich mit einer Karte umbringen, kriegst Drops. Also du stirbst komplett? Ja. Und kriegst dann einen Drop von was auch immer? Ja, macht nur Sinn, wenn du die Katze hast. Oder halt irgendwas anderes. Suicide King nicht eine Scheiß-Challenge? Was macht die Box? Als Item? Ja. Und Sachen. Für Geld, ne? Welche Box? Meinst du das mit so einem kleinen Geld drin oder ja, was? Das ist Pay to Play. Das ist das, du machst allen Gegnern im Raum ein bisschen Schaden. Wenn du halt, also du benutzt halt dein Geld. Book of Sin. Two of Diamonds, jetzt hab ich wieder 99 Münzen. Spenden geht ja nicht in der Challenge. Ja. Leider, Alter. Das wäre richtig nice, wenn das gehen würde. Ich habe so viel Geld, ich kann einfach die ganzen Gegner mit diesem Pay to Win gewinnen. Ja. Ja, aber bei Bosskämpfen bringt das nicht so viel. Ich guck's mir gleich mal an. Kostet halt ein bisschen Knete. Ha, ja, ha! Fuck. Das wollte ich nicht. Doch, geht sogar eigentlich. Ja? Ja. Zumindest wenn Mom alle vier Sachen gespawnt hat. Oder ja, auch zwei. Okay, also ich hab das irgendwie nicht mehr so gut in Erinnerung, aber ich hatte. Ich verbrenne mal erstmal mein gesamtes Geld, weil ich es ja eh nicht mehr ausgeben kann. Ich wollte gerade übrigens eine Bombe legen, als ich mich versehentlich zum Bossraum teleportiert habe. Ich habe kein Geld mehr. Also, ich habe sie bis auf ganz wenig. Ich habe sie gekillt. Nice. The Rune of Jera habe ich freigeschaltet. Und dann hoffe ich, euch hat der Part gefallen, auch wenn er jetzt ein bisschen seltsam war. Und man sieht sich aber beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.